Hallo, Fuad Adaimullah mit euch zwei, Sänger, Gitarristen. Gleich mal herzlich willkommen hier beim Sommertheatron. Hallo. Hallo. So, gleich mal auch zu eurer Musik bzw. zu eurer Bandvorstellung auf der Homepage. Ihr sagt als Grußformel, Abschlussformel Rock'n'Roll Bitch. Inwieweit ist das bei euch ironisiertes, ironisiertes Klischee und inwieweit fasst das eure Musik so ein und beeinflusst euch? Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, dass wir das am Ende von unserer Band in Mono darstellen. Ja, stimmt. Upsi. Also, das ist definitiv ironisch gemeint. Wir haben eigentlich versucht, eine Bandinfo zu schreiben, die sehr ausufernd ist und so ein bisschen intellektuell versucht, alles zu erklären. Und wir haben dann für die, die keine Zeit haben, eine Bandinfo geschrieben mit lauter Standards drin und haben dann eben, um das ein bisschen zu verballhornen, dann halt drunter noch irgendeinen macho-mäßigen Ausruf drunter gesetzt. Es waren so nicht cool genug, genau. Ja, genau. Ja. Die Bitch ist dann cool und Rock'n'Roll sowieso. Ja, natürlich. Und ja, genau, wenn du jetzt irgendwie, wenn du nicht weißt über Stilistiken und was auch immer, wenn dir die Details nicht interessieren und du willst einfach nur auf dem Festival so, was ist hey, Rock'n'Roll, Bitch, geh mal hin. Genau, und genau. Das ist für diejenigen. Und für die anderen, die sagen, oh, ja, einer der Haupteinflüsse ist Brian Wilson von den Beach Boys. Und der geht dann deswegen auch hin, vielleicht. Also man muss beide können. Okay, beide Charakteristiken und die Stilrichtung wird auch genannt. Jetzt mal zu eurem aktuellen Album, auch euer Debütalbum. Ihr habt es ja dieses Jahr veröffentlicht. Mhm. Und inwieweit war eure Kernaussage denn? Was wollt ihr damit, was ist eure Intention zu diesem Album? Was möchtet ihr den Hörern damit sagen? Also die Intention vor dem Album, vor allem vom Debütalbum, ich glaube, da probiert man sich erstmal extrem aus. Und für uns war es erstmal wichtig, mal auf den roten Faden ein bisschen zu scheißen und erstmal zu schauen, was kennen wir überhaupt? Mit was fühlen wir uns auf lange Sicht am wohlsten? Und auch die Leute, die die Musik prinzipiell gut finden, oder? Also das war eigentlich jetzt, und weil man natürlich versucht, das irgendwie auf den Tonträger zu bannen, was man halt so die ganze Zeit macht. Und wir haben halt einfach gemacht, also wir haben uns jetzt nicht irgendwie gedacht, wir wollen jetzt eine Revolution hervorrufen oder sonst irgendwas, nee. Wir haben einfach Musik gemacht, was uns taugt und es ist jetzt noch ein bisschen bunter geworden erst einmal, ja. Aber wir finden uns immer mehr und auch mit dem Album. Okay, sich finden, ihr seid letztes Jahr mit Desmond Myers durch die USA getourt, inwieweit hat euch das denn musikalisch auch beeinflusst? Es hat uns, glaube ich, in unserem Selbstbewusstsein bestärkt, dass man sich nicht unbedingt provinziell vorkommen muss, wenn man auf Mundart singt. Eigentlich, da ist in Deutschland am schwierigsten, in Bayern. Der Rest von Deutschland sieht das auch nicht so eng. Aber Bayern selber, die vielleicht gern keine Bayern wären und gern, hippere Menschen aus hipperen Gegenden, die lehnen das dann so ganz konsequent ab, weil das für die immer ein bisschen nach Provinz riecht. Und das Schöne war, dass das da überhaupt nicht wichtig war. Und dass allein die Musik das alles transportiert hat, was wir eigentlich sagen wollten. Okay. Selber ist man sicher auch da immer ein bisschen unsicher, aber selbst der Markus, du warst ja dann nochmal in Amerika. Und du hast auch gesagt, dass du nach einer Woche oder so war wieder froh, deutsche Musik zu hören. Er hat es nochmal hören können. Und das ist dann auch ein schöner Standpunkt, wenn man das mal sieht, irgendwie so andersrum, dass ihn das dann nervt. Bleiben wir mal bei der Mundart. Ihr singt ja bayerisch und damit habt ihr auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal als Band. Es gibt ja auch andere Bands zwar, die bayerisch singen, aber allein auf weiter Flur eventuell. Und was ist denn da so der ausschlaggebende Punkt, auf bayerisch zu singen, beziehungsweise welche Themen würdet ihr dann vielleicht anders behandeln, wenn ihr nicht auf bayerisch singen würdet? Hättet das Einfluss auf eure Texte? Also, okay, wenn man nicht bayerisch singt, ich denke, es hat definitiv Einfluss auf die Texte, weil bayerisch wahrscheinlich sehr, im Grundsatz schon, weil es klingt ja alles sehr guttural, sehr derbe Sprache ist zum Teil. Und man kann Sachen, die eigentlich vielleicht zu süß wären, allein dadurch ein bisschen entkitschen, indem man es einfach auf bayerisch sagt. Ja. Es gibt dann so viele Abklatsche. Ich meine, im Englischen gibt es immer diese Standardreime. Also man sucht dann nach Wörtern, die sich reimen oder gut anhören. Und du sagst, du schreibst hauptsächlich so, dass sie Wörter gut anhören oder so. Und da gibt es in Bayern noch viel mehr Möglichkeiten oder das Zeug, das man da nicht gehört hat. Aber Herz reimt sie trotzdem auf Schmerz. Zum Beispiel. Das ist blöd. Also Bube und Schui. Ja, genau. Also, Bue, Schui, na, Bui, Schui, genau, das Spui, Bu, also. Was haben wir Neues gehabt? Ja, wurscht, auf jeden Fall neigt man dann auch dazu, ein bisschen mehr lautmalerisch zu sein und einfach mal Wortspiele wieder zuzulassen, was man jetzt vielleicht im Deutschen nicht so viel macht.
Wir haben zum Beispiel da keine Fire Desire Reime und so. Genau. Also wir können nicht so viele Fallen tappen. Das ist ganz gut. Ja, bleiben wir mal beim Text und bei der Musik. Wie kommt denn dann die Musik mit dem Text in Zusammenhang? Wie macht ihr das? Schreibt ihr zuerst die Texte, zuerst die Melodien? Wie geht ihr da vor? Im besten Fall passiert es alles auf einmal. Im besten Fall überhaupt nicht mit dem Instrument, sondern beim Radlfahren. Okay. Ja, aber ich glaube, wir sind da nicht anders als jede andere Band. Es gibt meistens irgendeinen, oft bin es ich, der den ersten Impuls gibt oder der irgendeine konkrete Idee hat und dann arbeitet es halt einfach jeder aus. Und ich glaube, das hört eine Interviewerin wie du, die sehr viele Bands interviewt, glaube ich, 80% der Interviews, oder? Schon. Ja. Das doch. Ist so, also ich denke, da unterscheiden wir uns einen von anderen Bands. Es kommt immer drauf an. Ja. Also es gibt natürlich auch Bands, die das anders machen, aber die da sehr strikt vorgehen. Aber natürlich, da hat jeder seine eigenen Vorgänge. Aber wir sind schon eine sehr stringente Band. Das ist Songwriting. Sehr stringent. Ja. Wenn ihr jetzt euch einen Soundtrack aussuchen könntet, der euer Leben beschreiben würdet, jetzt vor, also bevor ihr angefangen habt, Musik zu machen und währenddessen, welcher wäre das? Leben beschreibt. Also geht es jetzt zum Beispiel um ein Lieblingsalbum oder, oder meinst du, wie der Soundtrack klingen würde? Genau. Was oder zum Beispiel welche Songs wären das, die euren Lebenswandel gerade beschreibt? Fang du mal an. Ja. Wir waren, zur Zeit ist es Late in the Evening von Paul Simon. Ich finde den Text auch ganz schön. Es ist, spielt sich alles immer natürlich bei Musikern klischeemäßig am Abend ab. Und auch bei mir oder bei uns. Viel rhythmisch fühlen wir uns da auch daheim bei Paul Simon ein bisschen. Wo geht's denn dann weiter? Rage Against the Machine. Auf jeden Fall ein Einfluss. Okay. Aber da geht es jetzt oder eher um die ums Leben, ja. Also um ja. Soundtrack des Lebens. Ich fand Rage Against the Machine ist schon, ich habe schon oft sehr einen Hass auf alles Mögliche. Ich glaub, gesunde Wut. Genau. Ich glaube, bei mir ist es eine Mischung aus Ronnie James Dio und die Beach Boys. Oder so. Oder so. Ja, genau. Okay. Bekannte Soundtracks von meinem Leben. Weezer ist sicher einer dabei. Ja, stimmt. Weezer ist super. Mhm. Okay, wenn ihr habt auch gesagt, bei eurer Bandvorstellung, um nochmal drauf zurückzukommen, dass ihr euch inspirieren lassen möchtet, ohne euch ablenken zu lassen. Wie ja. macht ihr das? Wie geht ihr davor? Indem man versucht, nicht nur Fanboy zu sein. Was verstehst du unter Fanboy im Sinne von, dass ihr das macht, was andere Bands machen und euch da anlehnt? Ja, also ich finde, die besten Bands sind meiner Ansicht nach die, die nie, also die Schublade sind. Und es gibt halt, wir spielen ja ganz viel mit anderen Bands auch und ich kann es manchmal einfach echt nicht unterscheiden. Ich sage nicht, dass wir die coolsten sind oder so, überhaupt nicht. Aber wir bemühen uns halt, glaube ich, dass wir nicht als Fans an Sachen rangehen und das dann und so klingen wollen wie unsere Vorbilder und das mal damit ablenken lassen. Wir haben definitiv Inspirationen die ganze Zeit, aber dann muss man wieder die Eier haben, um sich davon zu distanzieren und zu sagen, okay, was mache ich jetzt draus? Weil es bringt mir nichts, wenn ich einen Trend jetzt bediene, weil dann bin ich per Definition ein Nachzügler und das ist langweilig eigentlich. Okay, ihr wollt keine Nachzügler sein. Dieses Jahr erstes Album, was kommt 2014? Habt ihr schon Pläne? Könnt ihr schon was verraten für eure Fans? Verrat die Fans jetzt ja, was? Wir arbeiten an Songs, werden wahrscheinlich wieder ein Album veröffentlichen. Dürfen wir das schon verraten mit den Weihnachtssongs? Ich glaube schon, gell? Mm-mm. Nett? Pieps! Weil ich noch nicht genau weiß, wie wir das machen. Okay. Wir sind auf jeden Fall voll beschäftigt. Wir wollen vor allem fürs Frühjahr eine Tour auf die Beine stellen, genau. Die jetzt also dezidiert aus Bayern rausgeht. Und sie Ostern ist geplant, gell? Ja, um den Rest von Deutschland so zu beackern mal. Und definitiv den Radius einfach ausweiten. Viele Pläne. Zum Abschluss noch ein ganz kleines Spiel. Entweder-oder-Spiel. Ihr kennt es vielleicht. Ich sag Kaffee oder Tee und ihr müsst euch für eins entscheiden. Ja, stimmt. Liebe habe ich schon. Okay, Mercedes oder VW-Bus? Ach Mann. Alter Mercedes, genau. Alter Mercedes VW-Bus. Ja. Alter Mercedes VW-Bus. Ja. Super. Okay, vielen Dank für das Interview. Euch ganz viel Spaß beim Auftritt und alles Gute weiterhin. Super. Vielen herzlichen Dank. Okay. Servus.